Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Und ja, ihr seht schon ganz richtig, heute ist mein Fahrrad dabei. Und ihr denkt euch jetzt locker so, sag mal, ist der bekloppt, sein Fahrrad hier hoch zu hieven? Und ja, so bekloppt bin ich, sieht man noch, oder nicht? Auf jeden Fall steht jetzt mein Fahrrad hier im Zimmer, so dreckig wie es ist. Und ich muss auch gleich noch weg mit Fahrrad. Deswegen muss ich zusehen, dass ich das Video noch beende, noch schnell. Also, da ich das fertig drehe und das Fahrrad stinkt wie Sau. Ja. Also fangen wir jetzt direkt an. Also es geht ja wie gesagt um mein Fahrrad und ich habe mir was Neues angeschafft, beziehungsweise das Fahrrad war zur Durchsicht und da wurde mir was Neues eingebaut und und zwar ist meine komplette Hinterseite neu und zwar habe ich da dickere Räder, die sind auf jeden Fall von Schwalbe Rapid Rob, die sind richtig geil, ja, macht schon Spaß damit zu drehen. Dann habe ich hier das Schaltwerk Shimano Altus. Das ist einfach nur geil und lässt sich super leicht schalten und es macht einfach riesen viel Spaß und scheiße, das hätte ich nicht machen sollen, die Kette ist nämlich geölt. Ja, dann bleiben wir gleich bei der Kette. Die ist hochwertiger, die ist einfach nur heftig. Und ja, hier habe ich neues Zahnradgetriebe. Ja, es sieht halt alles viel heftiger aus. Es ist halt geil. Und die Reifen sind auch viel dicker und dies, das, es ist einfach heftig. Und es wurde auch poliert, dies, das, es ist schon geil. Es ist wirklich schon geil. So, was gibt's noch zu sagen? Ja, eigentlich gar nicht. Eigentlich wollte ich euch nur mein gepimptes Fahrrad jetzt zeigen. Scheiße, es ist 13.30 Uhr, ich muss los. Also, kurze Zusammenfassung. Wie gesagt, Schaltwerk und mir fällt gerade ein, die Bautenzüge wurden auch neu gezogen, weil die gerissen waren. Das wurde aber nicht mit einberechnet, das habe ich umsonst gekriegt. Und die Kette habe ich auch umsonst gekriegt, weil die war verrostet und kaputt. Es ist schon heftig. Jetzt kann ich ja mein Fahrrad noch beim Großen und Ganzen zeigen. So, hier der Sattel, direkt von Highbike Seat. Hier schöne hydraulische Bremsen, so wie das auch sein muss. Hier schön der Schalthebel und hier noch, und hier noch ein Schalthebel. Klingel. Übel heftig. Dann hier natürlich die Lichter. Habe ich erstmal. Alter! Oh Junge! Scheiße! Dann hier schön Kette. So wie das sein muss. Hier steht noch random einfach so eine Kamera rum. Hier sind noch ein paar Pfandflaschen. Aber wirklich nur ein paar. Und die sollte ich vielleicht mal ausmachen. Eventuell. Weil die soll jetzt nämlich nicht mehr weiterfilmen. So, hier sind die guten Reifen von Schwalbe. Rapid Drop. Ja. Und hier könnt ihr es jetzt nochmal sehen. Die Schwalbe-Reifen sind so dick. Und die normalen Reifen sind so. Also man merkt schon wirklich den Unterschied. Also die Schwalbe-Reifen sind schon etwas dicker und machen auch natürlich im Gelände mehr Spaß. Ne? Also ich meine, wer kauft sich ein Mountainbike, um Straße zu fahren? Das macht doch überhaupt gar keinen Bock. Na gut, manchmal macht es Bock, wenn die Straße schön lang und steil ist, den kann man schon ordentlich runterbrettern. Aber ich meine, mit so einem Bike fährt man doch eigentlich in the Mountains. Scheiße. Also im Gelände. Das ist so nix sonst. Es wird die Anschaffung gar nicht wert. Aber gut. Ja. Und ich würde sagen, ich fahre jetzt mal eine Runde. Okay, das ist das erste Mal, dass ich mit dem Zimmer Fahrrad fahre. Komm, zieh. Ups, scheiße. Hat man das gesehen, wie ich dagegen gefahren bin? Hoffentlich. Habe ich wenigstens das Geiles fürs Video. So, das war's jetzt mit diesem Fahrradvideo. Wenn es euch gefällt, ihr wisst Bescheid. Einmal noch rum, abonnieren, kommentieren und ja. So sieht jetzt halt mein gepimptes Bike aus. Übel heftig. Schön neu alles und ja, bis zum nächsten Mal und ciao.